Weiter geht's. Wir fahren Spiegel. Finde ich jetzt nicht so prickelnd, aber naja gut. Kann man jetzt machen. Apropos prickelnd, ich hab Durst. Prickelt länger. Ich muss was trinken, soll helfen. So, erstmal ein bisschen schlucken. Rico, die erste Strecke. Jaha. Trotz Autobahn, Panzercup. Oh okay. Mann, warum muss ich die denn nochmal erleben? Warum denn nicht? Deutscher Panzercup. Warum denn nicht, Etienne? Also, Leute, willkommen zum letzten Grand Prix mit mir. Ich sterb nämlich danach. Es war schön, aber teilweise auch scheiße. Endlich. Und ich hoffe, wir machen so eine Scheiße nie wieder. Ja, stimmt. Sagte der vorher noch gesagt hat, er freut sich total auf die Challenge. Etienne, Habe ich gesagt, dass ich mich freue? Ja, hast du. Wo denn? Das war im Qualifying. Zeig mir Bild, glaube ich dir nicht. Probe der. So. Zeig mir Bild vor allem. Ja, achso, Leute, ich zähle wieder. 5, 4, 3, 2, 1, los! Enrico, das Qualifying war vor der Challenge. Ich weiß, und ich habe schon am ersten Spieltag gemerkt. Nein. Nein. Doch, du hast dich gefreut. Nein. Ja, aber dann nicht mehr, du Depp! Ist egal. Und ich fahre hier halt gerade alles um, was sich bewegt. Finde ich gut. Finde ich nicht gut, persönlich. Wieso? Ich habe dich verschont. Trotzdem. Ich fahre die Computergegner für dich aus dem Weg. Sei doch mal dankbar. Scheiße, den Bus konnte ich nicht mehr ausweichen. Die es verdient hätte für Schlauer! Sehr gut! Ach, leck mich doch! Jawohl. Der, der es verdient. Schmeckt hier! Der, der es verdient, kriegt endlich auf die Fresse, so. Bus! Kugelwilli! Heute ist mein Kugelwilli-Tag, das finde ich gut. Ach, und Lennart! Und Lennart hat eine Hupe. Ich wusste nicht, dass man beim Fliegen. Alter, sag mal, kann der Kugelwilli mal aufhören, durch alle Autos hier durchzugehen? Und dann das geht. Doch! Und du bist so ein Lennart! Über die Brücke hier kannst fliegen und dann wirst du aber nicht resettet, das ist erlaubt. Kannst dich auch mal bücken und mir einblasen. Ja, das hatte ich sowieso vor, aber... Kugel, Willi. Boah, ich hab heute, das ist mir auch noch nie passiert, es waren heute zwei Blooper und ich hab bei beiden eine Piranha-Pflanze. Das ist auch schön. Zufall? Nicht ich schlecht. Denke. Zufall? Ich glaube kaum. So, Axel, jetzt kriegst du nein, mal auf die Fresse. Es waren drei Blooper, Entschuldigung. Oh, Wunder auch. Gar kein Thema. Nee, ist überhaupt kein schon Thema. Wieder? Oh, da trifft die Rot ja vielleicht sogar Erik. Tja, ich hab Bananen. Oh, ich hab einen goldenen Pilz. Können wir nicht mal nochmal einen blauen abschießen? Der wäre jetzt nicht. Nein! Doch! Mal gucken, nein! Komm ich auch rein. Wie so ein kleines Mädchen. Nein! Danke, der Blitz war gut! Der war gut! Der war echt gut, danke! Und okay. Etienne kriegt einen Kugelwilli auf den zweiten. Ist klar! Ah ja, Enrico, life is pain. Schmerz. Ja, ist schon recht, da ist was dran. Und da zieht der Junge, da zieht er wieder, erster as usual der Boss. Ich komm nicht ran, es ist nicht zu fassen, nur Dritter. Keine Chance auch ranzukommen. Etienne hatte Glück mit seinem scheiß Kugelwilli. Wir hätten heute eine Kugelwilli werden sollen, ich hab... Tja, irgendwie... ich hätte heute mal eine gebrauchen können, weil ich viele hatte im ersten Grand Prix. Ja, das ja. Stimmt. GBA Partystraße Glockencup. Nein. Blöde Strecke. Erik geht nicht auf Party, weil er nie zu welchen eingeladen wird. Na klar, das passt sie. Get down. Ach, die Toy Story Strecke? Geil. Nein, die Yoshi's Woolly World Strecke, aber gut. Halt mal dein Maul, danke. Ja, that's life, and Erik's life is Toy Story. Mahlzeit. Der musste sein. Danke. Jetzt muss ich wieder an die Klospülung denken, die Basti geschickt hatte über WhatsApp. Ich hab das, wunderschön, wenn Leute das machen, das ist geil. Ich hab das immer noch nicht verstanden, was er damit eigentlich bezwecken wollte, aber gut. Ich mach das auch des Öfteren. Wenn irgendjemand was Behindertes sagt, wenn jemand eine blöde Idee äußert, dann drücke ich die Klospülung und mache eine Sprachnachricht. Das ja, so kann man es natürlich auch machen. Ah, nee. 5, 4, 3, 2, 1, los! Ich der kriegt 5 Punkte minus. Was? Ich bin losgefahren. Ich ja. Ich hab angehalten. Du bist aber losgefahren. Das tut mir leid. Ich bin aber zurückgefahren extra. Fick dich. Du hast bei Erik auch mal ein Auge zugedrückt. Oder wann denn? Ja, wann hab ich das denn gemacht? Als Erik die Strecken mal falsch gemacht hat, hat er auch kein Minus gekriegt. Das ist ja auch was anderes. Da hab ich bei dir auch schon Auge zugedrückt. Genau.
Demokratie, wo sind wir denn hier? Nee, also Etienne, das tut mir leid, dafür gibt's 5 Punkte Abzug. Das gleiche ist doch auf der gleichen Strecke, auch Lennart passiert. Da hat er auch Punkte Abzug. Ja, alle, außer ja, mir. Ja, natürlich, die Rote findet natürlich genau den Weg durch die Abkürzung. Ist klar, Spiel. Jetzt davon. Treffen aber nicht. Naja, der eine hat getroffen. Ja, aber völlig unfair, Alter. Einfach mal durch die Abkürzung durch. Halt deine Fresse. Alter, wer hat denn die Bananen hier hingelegt? Ja, die lassen mich natürlich runterfallen. Ist klar. Kugel, Willi. Nice. Alter. Also irgendwie, die Items sind heute extrem furios. Das ist echt Wahnsinn teilweise. Ach, da kommt ein Blauer. Sehr schön, aber leider trifft's den Falschen. Leider trifft's den Falschen. Die Nummer 3 inzwischen schon. Der Lennart hat echt im zweiten Teil der Challenge hat er echt aufgedreht. Das muss man mal sagen. Ja, wenn ich sofort losgelegt hätte, dann wär's ja langweilig geworden. Oh mein Gott, ey, Lennart! Was? Ach, die Hupe? Ja. Der Junge hat in der Challenge das Spielen gelernt. Etienne, warum bist du gerade stehen geblieben? Was hast du gepasst? Das kann's auch sein. Achso. Weil es sah so komisch aus. Ach, Blooper auf den letzten Metern, so ein Scheiß, ey. Ich sehe nichts. Nein, jetzt falle ich dadurch runter. Fuck. Wer kommt denn da schon mit dem Kugelwilli angerauscht? Das war meiner, der ist aber schon längst zu Ende. Ach so. Oh, Scheiße, in die Runde. Ja, natürlich! Wie viele mich noch überholen, Alter, nur durch die Rote. Ja, ich hatte noch natürlich. Apropos, danke, Axel, für deinen Pilz. Was habe ich dir auch große Drachenmauer Eikap. Ja, ich bin an dir vorbeigekommen, hab dann Pilz mitgenommen. Große Drachenmauer Eikap. Ach, oh, ich will die Minuspunkte nicht haben, Mann! Das sind 5 Stück, jetzt beruhig dich mal. Junge. Hallo, weißt du, wie wichtig die sind? Oh Gott. Wenn es später um 5 Punkte geht, dann... Ja. Ja, hallo, es ist übel das Kopf-an-Kopf-Rennen bei Rico und mir. Die sind wichtig, es ist so. Dann fahr halt nicht los. Ich fahr jetzt 5 Sekunden lang zurück. Ist das in Ordnung? Nein! Mann! Junge, nein! Du bist losgefahren, das ist ein Regelverstoß. Hallo, sag mal, wo sind wir denn hier? Bei Wünsch dir was? Nee, eben nicht! Ich wollte dich auch das kam mir aber so vor bei den Streckenauswahlstrafen, die nicht stattgefunden haben. Du hast auch schon eine falsche ausgewählt, also. Fast jeder hat das schon durch und keiner hat dafür jemals eine Strafe bekommen. Fakt ist, Enrico zählt jetzt. Ja. 5, 4, 3, 2, 1, los! So schnell gezählt. Ich hab gar nicht so schnell gezählt. Halt die Klappe da vorne! Genau. Auf den billigen Plätzen ganz mit ganz ehrlich, dafür hat er sich eigentlich instant 3 blaue verdient. Ja, das sind eigentlich 5 Punkte minus, oder? Nein. Vor allem Bürger sagt. Vor allem Bürger sagt, Ruhe auf den billigen Plätzen. Schmerzt. Aber trotzdem, ganz ehrlich, dafür hat er sich eigentlich instant 3 blaue verdient. Genau. Ja, verschwindet doch mal mit den Sternen hinter mir, das kann doch nicht euer Ernst sein! So, hier, Blauer, das ist von mir. Wer von euch hatte 3 rote? Das war ich. Ich wollte hier eigentlich durch dich an dir vorbeischießen. Schwanz aus Lutschus, einer kam durch. Wie ist das angehört? Einer kam durch. Das war leider 2 zu wenig. Alter, ja, ich hab 2 dafür gefressen. Ja, es tut mir leid. Spaß. Sofort Daisy, du bist eine dumme Schlampe. Punkt. Mann! Frau! Ah, scheiße. Ist ja mal wieder typisch, dass ich ausgerechnet Etienne mit der Roten dann treffe. Oh. Axel, hast du gerade einen Datenübertragungsfehler? Du warst nicht gerade noch weg. Ich bin gerade 8er. Das ist voll langsam. Deine Mutter ist da, kommt noch ein Blauer, kommt. Schon wieder? Ja. Junge, roll doch nicht rum, Mann! Gott, das regt mich auf, Alter! Der Junge hat so einen Vorsprung und regt sich auf! Eben, genau wie letzte Woche. Was hat der für ein Problem? Was hat der für ein Problem, Alter? Beste Rico. Ganz ehrlich, es macht mich aggressiv, dass der hier so gewinnt und sich dann auch noch darüber aufregt, dass er Blaue frisst, obwohl er so weit vorne ist. Mein Gott, ey. So ein Riesenbaby. Jammern auf hohem Niveau. Oh Gott sei Dank, das war knapp, Alter. Von der Roten? Ja. Von mir? Alter, das Na, ich denke mal, dass du das warst. Überhaupt nicht, das Rennen läuft gerade überhaupt nicht.
nicht. Ja, wem sagst du das? Von die Öger ist auf 2, was zum Teufel? Jetzt wäre ein Blauer nicht schlecht, nochmal. Nein, die Rote ist scheiße! Mann, Axel! Was kann ich dafür, wenn ich die kriege? Schieß die doch einfach mal jemand anders ab, Junge, ganz ehrlich. Nein, und der füllt jetzt noch kleiner weiter. Hurensohn. Danke. Ja, aber wirklich wahr. Danke, endlich unterstützt mich mal jemand in der Meinung. Und ich glaube, den Erik. Nö, ich meine, das hat er gut gemacht. Ich glaube, Erik einzuholen, das kann ich mir jetzt endgültig aus dem Kopf das schlagen. Das hätte ich ja fast geschafft, hätte ich die Kackrote nicht abbekommen. Du hast doch 2 abbekommen, aber egal. Oh, ihr geht mir alles so auf den Sack, Mann. Wem sagst du das? Weißt du, der kann Marius auch nur umholen. Goldmine Triforce Cup. Was? Ah, was? Marius Goldmine Triforce Cup. Danke. Warum fahren wir jetzt die gleich in meiner Goldmine, Junge? Die letzte Strecke für heute. Und die letzte Strecke für Etienne. Etienne, sag ich schon. Erik, ich glaube, die Leute haben es inzwischen begriffen. Was? Dass es der letzte Grand Prix von Etienne ist. Und dass du uns auf die Eier gehst. Ja, aber wirklich wahr. Mir geht das so, geht das so auf den Piss, dass ich das jetzt schon mir aus dem Kopf schlagen kann, dass ich jetzt keine Chance mehr habe, wahrscheinlich an Erik ranzukommen. Das geht mir so auf die Nerven. Und dass der Junge sich noch beschwert, dass er da vorne blaue frisst, weil er eine halbe Runde vorne ist. Mann. 5, 4, 3, und alle fahren und Axel ist losgefahren. Ich weiß, ich krieg noch. Und alle fahren, Axel ist losgefahren. Und Etienne ist auch losgefahren. So, jetzt bin ich 12, und jetzt geht's weiter. Also Etienne kriegt insgesamt minus 10, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Und Axel kriegt minus 5. Ja. Genau. Ah, ich jetzt ist Axel, bist du gerade nicht ernsthaft stehen geblieben? Um hier den Stern reinzudrücken, oder? Ja, halt doch die Fresse! Axel, hast du das gemacht? Nein. Okay. Oh. Ich bin sowieso runtergeflogen. Mann, geht mir das auf den Sack? Wie kann man nur so unkonzentriert sein? 10 Minuspunkte. Toll, kann ich mir leisten. Ganz genau. Dann Erik schon wieder da vorne, das geht mir auch. Piss, ey. Was erwartest du denn? Dass du auch mal Scheißtag hast, wie wär's damit? Und aufhörst dich über Blaue zu beschweren, die völlig gerechtfertigt sind! Alter. Und dass ich aufhöre, hier Rote zu kassieren! Jetzt Mann! Nikas. So, zufrieden jetzt? Meine Fresse, geht mir der Junge auf den Sack, ey! So, Blau und Friss! Mein Gott, ey! Jetzt, wenn er sich jetzt noch beschwert, dann raste ich komplett aus. Ah! Der Blaue schon wieder. Scheiß Blau mal in eurem Arsch lassen. War echt so. Arsch lassen, ey. So, jetzt reicht's. Wir brauchen jetzt mindestens noch 6 Blaue, 50 Rote, damit die alle Erik in den Arsch blasen. Ja, aber wirklich wahr. Öger, da bin ich ganz bei dir. Meine Fresse. Und am besten noch 10 Sterne. Was? Scheiße. Ich habe mich da zu sehr drauf verlassen, dass vorm Rennen immer gesagt wird, ja, ich zähle jetzt. Ja, aber das habe ich so oft gesagt, das muss ich eigentlich nicht mehr sagen. Ich bin so unkonzentriert, weil mich der Junge da hinten so aggressiv macht. Du meinst wohl eher da vorne. Verdammte Scheiße. Der Kugel wird einfach mal... Wo kam denn die Rote her, Mann? Der Blaue kommt zu spät! Oh. Yippie! Kugelwilli, yeah, Dritter! Gott sei Dank konnte ich die Rote noch wenigstens abwehren, Alter. Vierter. Ey. Superbliert. Nee. Ich lass es, das hat keinen Sinn, ey. Damit das auf die Eier geht, Alter. Eine Schweigeminute. Halt dein Maul. Na gut, wow, ich sehe halt dein Maul. Wow. Wow. Gut. Damit kann ich Folgendes sagen. Wir verabschieden uns von Etienne für die Challenge und Erik wird wahrscheinlich der Sieger werden. Fickt euch! Das war's für den 11. Spieltag. Ciao und tschüss.